Glück auf, meine Kumpel und Malocha. Herzlich willkommen zum Schalke-Wochenrückblick, deinem Format, wo wir die letzte Schalke-Woche-Revue passieren lassen. Und letzte Woche war eine schlechte Woche. Hat keinen Spaß gemacht, bin ich ganz ehrlich. Erstmal, was in der Woche passiert ist, was da für Neuigkeiten gekommen sind, war nicht so cool. So irgendwelche Albert Streits und so weiter, die da dann auf einmal noch ihren Senf zu Schalke abgegeben haben, die jetzt hier gar nicht vorkommen in dem Format, aber war nicht so cool. Und danach das schreckliche Spiel gegen Darmstadt, wo du schon gegen Heidenheim echt in der 89. Minute das Tor kassiert hast und dann ging es jetzt richtig bescheiden weiter. Aber ich würde sagen, kommen wir zu den 04 News der letzten Woche und fangen wir direkt an. Niederlage gegen Darmstadt. Ja, ich bin echt frustriert, Leute. Ich bin echt frustriert. Ich weiß nicht, ich bin mittlerweile, ich habe ja das Statement rausgebracht, mein Livestream nach dem Spiel und habe zum ersten Mal für mich festgestellt, dass Gramozis nicht der richtige Trainer für uns ist. Also ich bin der Meinung, wir sollten ihn jetzt vor der Länderspielpause freistellen, um dann neuen Trainer die Möglichkeit zu geben, die Mannschaft auf die restlichen Spiele der Hinrunde oder bis zur Winterpause vorzubereiten. Und ich sehe den Gramozis nicht mehr in der Lage, nach dieser ganzen Zeit irgendwie einen Offensivfußball für uns hinzubekommen, womit wir dominieren können und womit wir genug Punkte einfahren können, um am Ende im Aufstiegsrennen erfolgreich sein zu können. Das sehe ich nicht mehr bei Gramozis. Ja, zum Spiel. Gerne guckt euch in 2 Stunden, also ich weiß nicht, wann ihr das Video kommt, anguckt. Vielleicht ist das schon online. Ich lade 2 Stunden nach diesem Video die Analyse zum Spiel hoch um 18 Uhr. Heute an dem Montag könnt ihr gerne die Analyse zum Spiel angucken, wenn euch das interessiert. Ansonsten, ja, im Kurzdurchlauf, ich bin sehr unzufrieden mit dem Spiel gewesen. Ich bin vor allen Dingen sehr, sehr unzufrieden gewesen, dass die einzige Sache, die Gramozis ausgezeichnet hat, wo der sozusagen das Fundament draufgelegt hat, war die Defensive und die Organisation. Und die war in dem Spiel richtig schlecht. Wir haben 4 Kisten bekommen. 4 Kisten. Das geht nicht. So, nächste Neuigkeit. Terodde torlos. Ja, was ist mit ihm los? Was ist mit dem Terodde los? Der trifft einfach nicht mehr. Der hat jetzt echt Ladehemmungen über mehrere Spiele. Und ich weiß es nicht. Ich glaube, den musst du auch einsetzen. Der hat zwar im letzten Spiel auch eine Chance gehabt oder ein paar kleinere Chancen, eine große Chance gehabt. Aber den musst du auch besser anspielen können, damit der in der Box in eine gute Position kommt, damit er auch abschließen kann. Und das machen wir zu wenig. Das machen wir zu wenig. Dazu hat er natürlich auch ein bisschen Pech. Jetzt in den wenigen Abschlüssen, die waren am Anfang der Saison alle drinne. Die sind jetzt nicht mehr alle drinne. Klar, aber der braucht mehr Bälle. Der muss gefüttert werden. Der wird aber jetzt aktuell auch abgedeckt. Viele Mannschaften spielen jetzt so, dass die den Aujan und den Terodde doppeln. Und man muss sagen, das funktioniert auch. Also wie Heidenheim das gemacht hat. 1860 hat das so gemacht. Wobei der Terodde, wenn du den aus dem Spiel nimmst, müssen halt andere Spieler dann da sein, aber das passiert bei uns halt nicht, weil zu wenig auch von den anderen Spielern dann kommt und wir kein Offensivspiel haben, keine Kombination, wie wir mal eine Abwehr aushebeln können. Eigentlich müsste uns das sogar noch zugutekommen, wenn die so einen Terodde aus dem Spiel nehmen wollen. Ja, sehr, sehr schade, sehr, sehr schade. Terodde aktuell auch Ladehemmung. So, dann Sky Dirk. Dirk Große Schlamann von Sky hat verlauten lassen, dass intern über den Trainer diskutiert wird. Und dann kommen wir direkt zur nächsten News. Der Schröder hat im Interview gesagt, dass der Gramozis Trainer bleibt, dass es keine Trainerdiskussion gibt auf Schalke in der Länderspielpause. Hat er sehr, sehr offensiv formuliert. Natürlich heißt das nichts. Natürlich kann der Dirk Große Schlamann auch einfach was raushauen für die Quoten. Vielleicht liegt die Wahrheit auch irgendwo in der Mitte. Ich persönlich, ich habe es ja gesagt, ich würde mich freuen, wenn wir da jetzt eine Veränderung treffen würden, weil ich der Meinung bin, dass der Gramozis die Mannschaft nicht mehr weiterentwickeln
kann, nicht mehr dazu bringen kann, um aufzusteigen. Und ich würde gerne die Zeit jetzt einem anderen Trainer geben. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir da auf der Position einen Austausch vornehmen. So, schreib mal deine Meinung zu Gramozis in die Kommentare zu den Neuigkeiten. Wie siehst du das Ganze? Ich bin immer noch richtig traurig, richtig down nach der Niederlage gegen Darmstadt. Schreib mal auf jeden Fall rein, wie du das Ganze siehst. Und dann sehen wir uns, wenn du willst, später in der Analyse zum Spiel wieder. Glück auf, ciao, ich bin raus.